Willkommen zurück zu The Long Dark. Wir befinden uns endlich in Milton und haben mit der grauen Mutter gesprochen. Und da sehe ich einen Hasen, auf den wir mal Jagd machen, Mensch. So, wo läuft er denn jetzt hin? Oh, ordentlich daneben gesammelt mal wieder. Wir sind auf der Suche nach etwas Essbarem. Und nach einem Unterschlupf, damit wir nicht bei der grauen Mutter nächtigen müssen. Die ist nämlich ganz schön unheimlich, wenn ich das mal so sagen darf. Hier haben wir auch wieder alles verschlossen hier. So, wo ist er denn hier, der Hase? Ja, na Gott sei Dank. Dann haben wir noch mal ein kleines bisschen was zu essen. Ja, und jetzt müssen wir einfach mal hier... ist jetzt die Frage, sollen wir zuerst Holz hacken gehen? Für die Mutter? Oder sollen wir erstmal den Unterschlupf schauen? Wir schauen uns mal die Häuser da hinten an. Da habe ich ja eins gesehen mit Kamin. Und wenn wir da rein können, wäre das natürlich richtig gut. So, die Krähen kreisen hier noch, aber hier gibt es ja nichts mehr, ne? Das ist ja jetzt ausgenommen. Da können wir nichts mehr machen. Da gibt es kein Fleisch mehr. Hier ist überall alles verriegelt und die kleinen Häuser, die haben alle dann keinen Kamin bzw. keinen Ofen. Das sieht etwas größer aus hier hinten. Vielleicht das mit der kanadischen Flagge. Oh, benötigt Hausschlüssel des Bankmanagers. Ah, okay, den müssen wir vielleicht suchen. Vielleicht bekommen wir den aber auch von der Mutter. Ja, die sind alle relativ gleich aufgebaut, die Häuser. Die haben alle keine Öfen. Und wir können hier drinnen auch kein Feuer machen. Und den Ofen können wir auch nicht nutzen, weil es natürlich keinen Strom mehr gibt. Das ist ärgerlich. Geht es da in den Keller? Können wir aber nichts öffnen. Nein. Ja, und die Häuser, die müssen wir alle, den gesamten Ort müssen wir alle einfach auch mal durchsuchen. Mensch, da gibt es bestimmt das ein oder andere Gute, was wir uns holen können. Ja, ich sehe schon. Hier gibt es kein Häuschen für uns. Wir müssen bei der grauen Mutter bleiben. Da wird sie sich freuen. Oh, und ein Wolf mal wieder. Und wir haben Fleisch. Wir haben Fleisch im Gepäck. Heieiei. So, hier haben wir noch Kisten, die können wir auch auseinandernehmen. Das ist gar nicht mal schlecht. Aber wir müssen wahrscheinlich wirklich hoch und müssen da irgendwie Holz hacken. Auf der Karte haben wir das ja recht schön gesehen. Hier oben. So, wir sind mittlerweile auch schon müde. Wir haben schon wieder Hunger. Und ich würde jetzt gerne noch ein bisschen abwarten, bis hier die Nacht hereinbricht, damit wir die Nacht verschlafen können und dann morgens hoffentlich einigermaßen gestärkt zum Holzhacken gehen können. Und dann fangen wir mal mit der Milton Bank, fangen wir mal an und schauen uns hier mal um, ob wir irgendwas Gutes finden. Wir nehmen einfach wieder mal alles mit. Baseballmütze. Einmal Karton. Unser Metallschrottsplitter ist schon fast kaputt. Stapel Papier können wir gebrauchen. Und hier ist was zu essen drin. Kaugummi! Mensch, Kaugummi können wir doch essen. Kohle gibt es auch nicht mehr. Hey, Stoff brauchen wir auf alle Fälle. Okay, das nehmen wir mit.
Stoff brauchen wir, um wieder zu reparieren. So, dann das Büro des Managers. Ei, sieht hier fertig aus. Mülleimer durchsuchen. Vielleicht gibt es was zu essen. Auch nicht. Genau, oh ja, geschmackloser Müsli-Riegel. Trocken und knusprig und ein Stapel Papier. Nochmal Wasserflasche. Gibt es auch nochmal was. Das ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Vielleicht gibt es hier sogar eine Waffe. Das wäre ja richtig gut. So eine Bank muss ja auch bewacht werden. Von irgendjemandem. Es wird halt jetzt schon dunkel, ne? Da sehe ich nicht mehr viel, Mensch. Ein Metallstuhl. Was haben wir hier unten? Einen Schokoriegel. Jawohl. Huiuiui. Gott sei Dank. Ich bin ja um alles hier froh. Natzenstuff. Ist auch nochmal Gipfelbrause, die hat auch nochmal Kalorien. Da können wir uns schon gut den Magen vollschlagen. Die Schubladen hier können wir nicht aufmachen. So, wir sind jetzt auf der Toilette. Antiseptikum. Und eine Mütze. Mal Klo, da können wir bestimmt auch Wasser rausfischen. Machen wir jetzt aber nicht. Metalleimer, Besen. Den Besen können wir verarbeiten. Den machen wir erstmal nicht. Wir sparen uns die Axt auf. Wir haben ja keine Möglichkeit, irgendwie unsere Gerätschaften zu reparieren. Und jetzt bräuchten wir hier das Brecheisen. Ärgerlich. Wir sind überladen mal wieder. Ja, super, dass man hier jede einzelne Schublade durchsuchen kann. Auch wenn nichts drin ist. Dose Kaffee. Eine Dose Kaffeepulver. Wer weiß, wie lange die hier schon steht. Vertreibt leichte Müdigkeit und wärmt dich in kalten Nächten. Da oben haben wir Salzcracker. Yes. Was fliegt hier denn rum? Komische Schnipsel. In der Mikrowelle ist eine Tasse Kaffee. Hat auch nochmal 100 Kalorien. Kräutertee, okay. Ja, ein bisschen was zu essen haben wir ja jetzt bekommen. Gott sei Dank. Lauter Zeitungen. So viele Zeitungen. Die können wir doch alle gar nicht brauchen. Kasse durchsuchen. Ja, und dann gibt es hier die Safes noch. Oh, da können wir sogar öffnen. Was müssen wir denn hier machen? Müssen wir die Kombination rausfinden? Oder hört man das? Ha. Huh. Vielleicht müssen wir in die andere Richtung. Oh, da war was. Da war was. Müssen wir jetzt nochmal einmal... Wo war das? Bei 25? 25? Oh, okay. Also bei 29. Dann wahrscheinlich in die andere Richtung. 29. Immer schön langsam, damit wir nicht übers Ziel hinausschießen. Also 29, dann... Sind ja wie ein richtiger Safe-Knacker hier. Oh, Mist. Bei 30 war es. Okay, also 29, dann 30. Sehr schwierig. So, 29. Habe ich jetzt zu... Ah, jetzt habe ich wieder zu weit. 28 und 30. Dann 30.
Dann haben wir nochmal 28, 30 und wenn wir ein paar Schritte vorwärts gehen. So richtig sicher ist der Safe dann aber nicht hier, wenn wir den so knacken können. Na? Oh, öffnen! Jawoll! Und? Wollt ihr mich verarschen? Ein Stapel Papier ist da drin und ein Buch und Bargeld für Zunder. Oh Mann. Das hat sich ja voll gelohnt. Hier können wir nicht rein. Wir brauchen den Bank-Tresorcode. Ja gut, dann haben wir hier soweit alles durch, außer hier mit dem Brecheisen. Da müssen wir noch in den Spind rein. Den Abfalleimer können wir nicht plündern. Dann gehen wir raus, lagern die Sachen wieder ab bei der Oma. Ich sage immer Oma, eigentlich ist es ja die graue Mutter. Wir sind sehr müde momentan und wir machen dann uns auch noch das Häschen, bevor wir schlafen gehen. Und dann haben wir uns sämtliche Riegel und was weiß ich nicht alles noch rein. So, dann legen wir das hier mal ab. Wir können halt bei ihr wahrscheinlich auch nichts in den Schrank legen, ne? Weil wir hier nicht rein dürfen. Ich will das gar nicht probieren. Selbst wenn wir aufmachen dürften. Also, was legen wir hier ab? Holz legen wir nicht ab. Das Bargeld können wir ablegen. Dann das Buch können wir ablegen. Stapel Papier können wir auch alles ablegen. Zunderbündel. Dann legen wir hier mal das noch ab. Die Mütze. Können wir die Mütze noch tragen? So als zweite Mütze quasi. Die ist schlechter als der Wollschal. Ja. Dann legen wir das auch ab. Genauso die Kappe. Ja, was wir hier alles ansagen. Das hier behalten wir alles bei. Das bringt nämlich Kalorien. Den Hasen, den müssen wir noch zerlegen. Mit dem Beil. 1,4 Kilo, ein großer Hase. So, und wir haben jetzt wirklich ordentlich Hunger. Das heißt, wir kümmern uns jetzt erstmal darum, damit wir was essen können. So hungry. Ja, ich weiß doch. Ich koche ja schon. So, müde sind wir natürlich auch. Das heißt, wir essen jetzt das Fleisch. Hey, das hat ja überhaupt keinen Wert gehabt. Was ist da denn los? Na, wie sieht's jetzt aus? 1 Kilo. Bisschen besser. Wir trinken noch mal was. Und dann hauen wir uns aufs Ohr. Und sind dann hoffentlich einigermaßen ausgeruht. Wir dürfen halt nicht zu lange schlafen, weil wir dann verhungern. Das ist richtig doof. So, 354. Machen wir mal 525 Kalorien. Machen wir mal 6 Stunden. Sicherheitshalber, dann haben wir uns noch den Kaffee rein. Eventuell hilft uns der auch noch. So, den Schlafsack nehmen wir wieder mit. Es ist immer noch finster. Ja, mitten in der Nacht. Wir legen hier unsere Sachen ab. Die Sachen, die wir nicht mehr brauchen. Ja, er hat schon wieder Hunger. Das ist echt anstrengend. Unser Metallschrottsplitter ist kaputt.
So, den Kanister müssen wir auf alle Fälle mitnehmen. Oder wir machen einfach nochmal Fackeln. Wir basteln uns einfach nochmal ein paar Fackeln. Wir haben keine Stücke mehr. Ärgerlich. Okay. Dann haben wir alles abgelegt. Jetzt 17 von 30 Kilo. Und jetzt können wir uns hier erstmal die anderen Sachen zu Gemüte führen. Zum Beispiel die Gipfelbrause bringt 250 Kalorien. Dann haben wir hier noch die Salzcracker, 600 Kalorien. Jawohl, sehr gut. Da geht was. Dann haben wir hier nochmal den Schokoriegel. Und den Müsli-Riegel. Und dann sind wir jetzt wieder komplett voll. Das ist richtig gut. Das freut mich. Den Kräutertee machen wir jetzt nicht. Tasse Kaffee können wir. Da warten wir aber noch. Der ist kalt offenbar. Und die Dose Kaffee, die können wir dann auch machen. Machen wir momentan noch nicht. Gut, dann sind wir jetzt gerüstet, um nach draußen zu gehen, Mensch. Damit wir uns auf den Weg nach draußen machen. Ich würde aber schon ganz gern... Ich nehme hier nochmal was mit, weil hier irgendwo unsere... Oh Gott, die müssen wir jetzt jede Hagebutte mitnehmen. Oh, jetzt haben wir schon. Okay, gut. Die Hagebutte, das waren ja irgendwie 147 oder so. Okay. Dann haben wir nämlich jetzt das Brecheisen mit dabei. Und mit dem Brecheisen, das müssen wir auch ablegen. Genauso die Sachen. Und mit dem Brecheisen gehen wir jetzt kurz nochmal rüber zur Bank, brechen dort den Spind auf. Vielleicht ist eine Waffe drin. Das wäre natürlich super. Und wenn wir dann da fertig sind, dann marschieren wir Richtung Norden zu dem Symbol, das uns angezeigt wird für die Aufgabe. Da müssen wir wahrscheinlich dann Holz hacken und das wird ordentlich Kalorien verbrauchen. Okay, ich sehe hier nichts mehr. Ich sehe hier nichts mehr. Ich dachte schon, was haben wir denn für Waffe? Da ist ja nur unser Stein drin. Die Fackel brauchen wir. Perfekt. Spind durchsuchen. What have we here? Antiseptikum, abgenutzte Kampfstiefel. Leider nicht auf Winter ausgelegt. Ah, Mist. Bietet Widerstand gegen Tierbisse. Die Kampfstiefel können wir nicht gebrauchen. Das ist ärgerlich. Ich dachte schon, die wären richtig gut. Aber offenbar sind die nicht gepolstert. Okay, wir müssen jetzt wieder nach Norden. Bevor wir dort hochgehen, müssen wir nochmal ganz kurz speichern, damit ich nicht nochmal von vorne anfangen muss. Die Stiefel hier, wir vergleichen nochmal bei den Stiefeln, bei der Ausrüstung. Wenn wir hier wechseln, ja, da geht es überall nach unten, außer beim Schutz geht es nach oben. Haltbar sind sie auch noch ein bisschen besser als unsere anderen. Die sind nur noch 15. Können wir hier reparieren? Getrocknetes Leder, wir haben sogar Leder. Wir haben hier irgendwo... Wir haben hier irgendwo Leder. Habe ich fallen lassen. Irgendwo war hier Leder. Rehhaut getrocknet. Leder, hier war es. Getrocknetes Leder. Dann können wir nämlich unsere Schuhe noch reparieren. Das ist gut. Aktion reparieren. Da machen wir aber vorher die Fackel aus.
So. 15% ist nicht viel. Ja, und unser Nähzeug, das bräuchten wir auch mal wieder. Da bräuchten wir auch mal wieder was Gutes. 42% sind wir jetzt. Okay, wir legen die Sachen ab. Wäre wahrscheinlich geschickter, wenn ich das Ganze beim Feuer ablege. Das hier müssen wir auch noch reparieren. Na gut. Okay, Holz haben wir hier noch. Das heißt, wir können im Notfall ein kleines Lagerfeuer machen. Die Oma hat auch nichts mehr zu sagen. Wir speichern nochmal kurz. Was ist denn hier der Unterschied zwischen Warten und Schlafen? Schlafen verbraucht wenig Kalorien? Verstehe ich nicht. Wieso sollte ich hier warten? Also eine Stunde schlafen. Es wird gespeichert. Hoffentlich. So, dann nehmen wir dich wieder mit. Ja, und dann sehen wir uns jetzt quasi draußen wieder. Und dann gehen wir nach Norden und schauen uns mal an, ob wir irgendwo Holz finden. Bis dann. Ciao.